Liebe Freunde, zuerst möchte ich mich sehr herzlich dafür bedanken, dass ich heute bei Ihnen sprechen darf. Und in meiner heutigen Präsentation werde ich mich mit dem Thema Rauchverbot in Kneipen in ganz Deutschland beschäftigen. Ich möchte meinen Beitrag mit der Bemerkung beginnen, dass das Rauchverbot in Deutschland ganz unterschiedlich umgesetzt wird. Von Bundesland zu Bundesland sind die Regelungen mehr oder weniger streng. Als erstes werde ich Vor- und Nachteile des Rauchverbots verfassen. Danach teile ich Ihnen die Situation in meinem Heimatland mit und spreche ein bisschen über meine persönlichen Erfahrungen. Und am Schluss stehe ich Ihre Fragen gern zur Verfügung. Als erstes fange ich an, über Vor- und Nachteile zu sprechen. Ich habe schon ein bisschen recherchiert, um Nachteile zu Rauchverbot zu finden. Da ich selbst nicht Raucherin bin und persönlich keinen Nachteil erwähnen kann. Die Benennung der Nachteile, die ich gefunden habe, wird uns vielleicht etwas verwundern. Am Rauchen genießen manche Leute Geschmack und Geruch der Zigarette und dadurch überwinden sie ihren Stress und können sich gut entspannen. Dieses Verbot ist wirklich eine Ausgrenzung. Wir laufen Gefahr, dass die Raucher sich ausgegrenzt und sogar diskriminiert fühlen, als wäre es alles für die Nichtraucher gemacht und man kann sich nicht mehr als Raucher da befinden. Sie müssen raus und sie haben das Gefühl, dass sie nicht willkommen sind. Also, man könnte es sagen, aber das ist ein sehr schwaches Argument, weil es geht gar nicht gegen Menschen, sondern gegen Rauch. Der Rauch muss raus, nicht die Menschen. Das war der stärkste und der einzigste Nachteil, was ich dagegen gefunden habe. Bei diesem Gesetz geht es um die Gesundheit der Nichtraucher. Als Passivraucher müssen Sie unfreiwillig den Tabakrauch einatmen und bekommen das Risiko für Lungenkrebs, Brustkrebs und Krebs anderer Organe. Außerdem verursacht Passivrauchen Atemwegerkrankungen und kann Kopfschmerzen auslösen. Bei einem rauchenden Mann bekomme ich persönlich Kopfschmerzen. Jetzt geht es um die Situation in meinem Heimatland. Armenien will schon lange an öffentlichen Plätzen das Rauchen verbieten. Rauchverbot in allen öffentlichen geschlossenen Räumen sowie Arbeitsplätzen und Fahrzeugen. Aber die große Masse von Rauchern ist gegen das neue Gesetz, weil sie sich rechtlos fühlen. Ich persönlich bleibe ganz fest der Meinung, dass das Rauchenverbot existieren muss, um das Leben der Gesellschaft zu kontrollieren. Höchstwahrscheinlich enthält dieses Gesetz eine gleichzeitige und absichtliche Auswirkung, nämlich die Anzahl der Raucher selbst zu senken. Das war meine Präsentation. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.
Bildbeschreibung B1. Auf dem Prüfungsbogen ist ein Bild. Es zeigt eine Situation, die Sie aus Ihrem Leben in Deutschland kennen. Mögliche Themen können sein: Hochzeiten, Schule oder Kindergarten, Verkehr, Arbeit, Wohnen und so weiter. Die beiden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen bekommen unterschiedliche Bilder, aber zu einem gemeinsamen Thema. In Teil A sollen Sie kurz berichten, was Sie auf dem Foto sehen. In Teil B sprechen Sie dann über die Situation auf dem Bild, also das Thema. Auch hier spricht jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer allein, circa 2 Minuten. Erst danach fragt sie die Prüferin oder die Prüfer noch etwas zum Thema. Nur ein paar Tipps. Sammeln Sie mögliche Themen zum Leben in Deutschland. Suchen Sie dafür typische Fotos. Sprechen Sie im Kurs über die Themen. In dieser Aufgabe sollen Sie auch Deutschland und Ihr Heimatland miteinander vergleichen. Beispiel: Sie haben in einer Zeitschrift ein Foto gefunden. Berichten Sie Ihrer Gesprächspartnerin, Ihrem Gesprächspartner kurz. Was sehen Sie auf dem Foto? Was für eine Situation zeigt dieses Bild? Sprechen Sie jetzt über das Thema. Wie ist das in Ihrem Land? Erzählen Sie. Auf dem Foto sehe ich 3 Kinder. Sie spielen vor einem Haus in einer kleinen Straße. Es gibt keine Autos. Das ist nicht normal für Deutschland. Hier gibt es viele Autos und die Kinder können normalerweise nicht auf der Straße spielen. Das ist zu gefährlich. Die Kinder spielen auf dem Spielplatz, manchmal auch in der Schule oder zu Hause. Frankfurt ist eine große Stadt. Da können die Kinder nicht auf der Straße spielen. Auch wegen der Nachbarn. Man muss leise sein. Vielleicht spielen die Kinder hier in Deutschland auf der Straße, wenn sie in einer kleinen Stadt wohnen. Das gibt es bei mir zu Hause. In einem Dorf sind die Kinder im Sommer den ganzen Tag draußen. Hier in Deutschland ist das schwierig, glaube ich. Hier spielen gar nicht viele Kinder draußen. Viele Kinder spielen auch lieber am Computer oder gucken Fernsehen. Jetzt stellt der Prüfer noch 1 oder 2 Fragen. Beispiel: Prüferin fragt, wie ist das bei Ihnen zu Hause? Sitzen die Kinder da auch viel vor dem Computer? Teilnehmer A: Das kommt darauf an. In den großen Städten haben die Leute mehr Geld, da haben die Kinder auch Computer. Auf dem Dorf ist das anderes. Prüferin fragt, finden Sie das gut, dass die Kinder so viel am Computer spielen? Teilnehmer A: Ich weiß nicht, es gibt Spiele, die gefallen mir auch gut. Aber es ist nicht gut, wenn sie zu Hause viel am Computer sind. Die Kinder von meinem Bruder zum Beispiel spielen auch gern mit Freunden. Das ist auch wichtig. Wenn Sie die Fragen der Prüferin, des Prüfers oder auch Ihrer Partnerin, Ihres Partners nicht verstehen, fragen Sie nach. Es macht nichts, wenn Sie einmal etwas nicht genau verstehen. Auf dem Bild sehe ich eine Straße mit höherem Verkehrsaufkommen. Es gibt viele Autos. Im Mittelpunkt ist ein Radfahrer zu sehen. Er versucht, die Straße zu überqueren. Ich denke, dass dieses Bild uns dazu ermutigen soll, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Meiner Meinung nach
Ist dieses Thema besonders heutzutage aktuell, weil fast jede Person ein Auto besitzt. Einerseits können wir gemütlich und schnell auf Arbeit gehen oder in Urlaub fahren. Andererseits verschmutzt es unsere Umwelt. Ich denke, dass pro Familie ein Auto völlig reicht. Ich selbst habe mein Auto verkauft und bewege mich mit dem Fahrrad. Jetzt spare ich jeden Monat 200 Euro und mache mehr Sport als zuvor. Ich fühle mich stärker mit der Natur verbunden als damals, als ich noch ein Auto hatte. Aber mit dem Fahrrad muss man den Radweg benutzen, um schwere Unfälle zu vermeiden. Radfahren ist gesund, kann aber auch gefährlich sein. Das war alles, was ich sagen möchte. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Ich glaube, dass das Thema des Bildes gemeinsame Freizeitbeschäftigung ist. Auf dem Bild sehe ich fünf Personen, die ein Brettspiel spielen. Das ist in Deutschland beliebt, aber wird immer seltener, weil heutzutage die Leute ihre sozialen Kontakte nicht mehr so pflegen wie damals. Wegen Facebook, Instagram und anderen Internetseiten kommunizieren die Leute meistens nur virtuell. Besonders die neue Generation fühlt sich glücklich allein. Freunde und Kontakte sind nicht mehr so wichtig, wie zum Beispiel in den 60er, 70er und 80er Jahren. Ich vermute sogar, dass das Bild aus der Vergangenheit ist, weil neben den Personen keine Handys oder Tablets zu sehen sind. Sie haben echt Spaß miteinander und lachen ohne Ende. Meiner Meinung nach sind Freunde nicht das, was man auf Facebook sammelt. In sozialen Netzwerken haben wir 100 Freunde, aber echte Freunde sehen anders aus. Ich möchte mich mit meinen Freunden treffen und sie sehen, nicht nur ein paar Nachrichten austauschen. Das war alles, was ich sagen möchte. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Ein Fotograf aus Deutschland will in ihre Heimatstadt kommen. Sie müssen seinen Besuch planen. Wann? Welches Hotel? Welches Verkehrsmittel? Welche Sehenswürdigkeiten? Zusammen essen, wo und wann? Ich habe folgenden Dialog geschrieben. Teilnehmer A. Hallo, Herr oder Frau. Und dann kommt Name. Wir sollen ein Programm für einen deutschen Fotografen organisieren. Hallo. Ja, er will Anfang Januar kommen. Da haben wir gleich ein Problem, das wir lösen müssen. Sie sind aus Moskau und ich komme aus Novosibirsk. Was denken Sie, welche dieser beiden Städte der Fotograf besuchen soll? Wissen Sie, ich habe einige Fotos von ihm gesehen. Er war in der Polarregion und hat tief verschneite und mystisch leuchtende Landschaften fotografiert. Ja, das stimmt. Er mag immer mit dem Wohnmobil und Zelt durch die Natur reisen. Er mag besonders die wilde Schönheit.
Also, machen wir ein Programm für 5 Tage in Novosibirsk, weil meine Stadt im Uralgebirge liegt und es mehr Natur zu sehen gibt. Ja, ich stimme zu. Aber wie müssen wir uns vorbereiten, um geeignete Motive zu finden und gute Bilder zu gestalten? Wir können am ersten Tag zum Beispiel die Fische besuchen und den anderen Tagen in die Berge gehen. Was sagen Sie dazu? Großartige Idee. Das wird zu einem begeisternden Erlebnis und einen tiefen Einblick in den Alltag in dieser Region geben. Ja. Er wird bestimmt beeindruckt sein von der Herzlichkeit der Bewohner. Und wir brauchen auch kein Hotel, weil wir bestimmt ein Dach über dem Kopf als Angebot bekommen. Und welche Verkehrsmittel können wir benutzen? Dann haben wir mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel Schiff, Eisenbahn oder wir können ein Auto mieten. Ah, okay. Und wo können wir zusammen essen? Ich kenne ein gutes Restaurant, wo wir Fisch und andere traditionelle Gerichte probieren können. Sehr gut. Dann können Sie vielleicht schon heute anrufen und einen Tisch bestellen. Ja, natürlich, mache ich. Bis dann. Bis dann. Gemeinsam etwas planen. B1 Beispiel. Ihre Klasse möchte zum Abschluss ihres Deutschkurses ihrer Lehrerin, ihrem Lehrer ein Geschenk als Dankeschön machen. Sie und ihre Gesprächspartnerin oder ihre Gesprächspartner sollen das Geschenk gemeinsam organisieren. Planen Sie zusammen mit Ihrer Gesprächspartnerin, Ihrem Gesprächspartner, was Sie tun können. Entscheiden Sie gemeinsam über folgende Punkte. Was für ein Geschenk? Was gefällt der Lehrerin, dem Lehrer? Wann das Geschenk geben? Wer bezahlt was? Wer macht was? Sie haben dafür 6 Minuten Zeit. Lesen Sie die Aufgabe genau. Versuchen Sie, zu jedem Punkt einen Vorschlag zu machen. Achten Sie darauf, dass Sie beide gleich viel reden. Helfen Sie Ihrer Gesprächspartnerin, Ihrem Gesprächspartner. Fragen Sie, wenn Sie sie oder ihn nicht genau verstanden haben. So könnte es gehen. Beispiel:
Teilnehmer A. Du, Albert, unser Kurs ist in 2 Wochen zu Ende. Sollen wir unserer Lehrerin etwas schenken? Teilnehmer B. Gute Idee. Was denn? Vielleicht Blumen? Teilnehmer A. Blumen finde ich nicht so gut. Wir könnten ihr ein Buch schenken. Ein Buch? Weißt du, was sie gern liest? Nein, dann ist das keine gute Idee. Wir könnten ja auch eine Pflanze kaufen. Das ist vielleicht besser als Blumen. Ja, eine Pflanze ist gut. Und wir brauchen auch eine Karte, die alle unterschreiben. Ja, genau, eine Karte. Wollen wir das nächste Woche zusammen kaufen? Ja, gern. Hast du nach dem Kurs Zeit? Am Mittwoch. Mittwoch ist gut. Wir sammeln aber vorher Geld im Kurs. Wo kaufen wir denn die Sachen? Wir fahren in die Stadt. Wir finden bestimmt etwas. Okay. Wann geben wir ihr das Geschenk? Am letzten Tag? Ja, am letzten Tag, wenn wir unsere Fest machen. Ja, das ist am besten. Bei dieser letzten Aufgabe ist es wichtig, dass Sie Vorschläge machen können und einen Vorschlag annehmen oder ablehnen können. Hier eine Liste, wie Sie das sagen können. Zum Beispiel etwas vorschlagen. Wie wäre es? Wenn? Sollen wir? Wir könnten? Nachfragen. Wie findest du das? Was meinst du dazu? Bist du einverstanden? Zustimmen. Ja, gut. Okay. Das finde ich gut. Ablehnen. Nein, das ist keine gute Idee. Das finde ich nicht so gut. Lieber nicht. Gegenvorschlag. Wir sollten lieber. Es ist besser, wenn. Ich glaube, es ist besser, wenn. Jetzt versuchen Sie es selbst. Üben Sie die Aufgabe an einem weiteren Beispiel. Sie sind in eine neue Wohnung gezogen und wollen eine Einweihungsparty feiern. Überlegen Sie gemeinsam. Wann? Wie viele Leute? Essen und Trinken? Nachbarn? Wer macht was? Ich wünsche Ihnen viel Erfolg zur Prüfung. Dankeschön und tschüss, bis zum nächsten Video. Gemeinsam etwas planen. Sie erwarten einen gemeinsamen Freund, der für ein Wochenende in Ihre Heimatstadt kommt. Er kennt Ihre Stadt noch nicht. Und Sie möchten den Aufenthalt für ihn planen. Überlegen Sie, was Sie gemeinsam unternehmen können. Sprechen Sie über die Punkte unten. Machen Sie Vorschläge und reagieren Sie auf die Vorschläge Ihres Gesprächspartners, Ihres Gesprächspartnerin. Planen und entscheiden Sie gemeinsam, was Sie tun möchten. Wo und wann treffen? Welche Verkehrsmittel benutzen? Bus, Taxi und so weiter. Welche Sehenswürdigkeiten besuchen? Wohin am Abend gehen? In diesem Prüfungsbeispiel wurde exemplarisch die deutsche Stadt Köln als Heimatstadt des Prüfungsteilnehmers aufgenommen. In der Prüfung sollten die Kandidaten sich auf ihre Heimatstadt, ihr Heimatland beziehen. Teilnehmer A. Also, Georg hat gesagt, dass er am Samstag nach Köln kommt. Was wollen wir denn unternehmen? Teilnehmer B. Er kennt die Stadt ja gar nicht. Darum glaube ich, dass wir ihn gleich am Bahnhof abholen sollen, wenn er ankommt. Teilnehmer A. Richtig, das machen wir. Wir treffen uns also gleich am Bahnhof. Teilnehmer B.
Ja, sagen wir am Samstag um 12 Uhr. Und dann nehmen wir den Bus in die Altstadt. Was meinst du? Teilnehmer A. Genau, das ist billiger als ein Taxi. Und dann können wir gleich in der Stadt bleiben und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten besuchen. Teilnehmer B. Du meinst den Kölner Dom? Das Wallraf-Richart-Museum, die Hohenholzenbrücke und das historische Kölner Rathaus? Ich habe da einen ganz tollen Reiseführer. Teilnehmer A. Prima, das ist ja alles im Zentrum und wir können zu Fuß gehen. Teilnehmer B. Und wir können auch in der Altstadt etwas essen. Was meinst du? Teilnehmer A. Natürlich, ich kenne da ein tolles Restaurant mit rheinischen Spezialitäten. Es ist nicht teuer und das Essen ist wirklich sehr gut. Einverstanden. Und was machen wir am Abend? Sollen wir ins Kino gehen? Teilnehmer A. Kino finde ich nicht so gut. Gehen wir lieber in ein Café an der Rheinpromenade. Da kann man sitzen und sich unterhalten. Teilnehmer B. Du hast recht. Das ist vielleicht besser. Wir sind dann sicher auch müde von herumlaufen. Teilnehmer A. Übrigens, Georg hat mich auch gefragt, wo er übernachten kann. Ich werde ihm vorschlagen, dass er bei mir schlafen kann. Das kostet nichts und dann braucht er kein Geld für ein Hotelzimmer auszugeben. Teilnehmer B. Sehr gut. Ich kann ihn leider nicht zu mir einladen, weil meine Wohnung so klein ist. Teilnehmer A. Dann ist ja alles klar. Teilnehmer B. Ja, ich glaube auch. Ich freue mich schon. Ein Teilnehmer aus dem Deutschkurs muss in dieser Woche eine wichtige Prüfung an die Universität machen. Sie sind sicher, dass er die Prüfung sehr gut bestehen wird. Sie wollen eine Überraschungsparty vorbereiten. Überlegen Sie, wie Sie diese Party am besten organisieren können. Erster Punkt. Wo und wann? Ort, Tag, Uhrzeit. Zweiter Punkt. Wann einladen? Wie einladen? Dritter Punkt. Geschenk kaufen. Vierter Punkt. Essen und trinken. Vorbereiten, kaufen oder mitbringen. Überraschungsparty nach der Prüfung planen. Jego macht am Freitag seine Prüfung. Die macht er bestimmt sehr gut. Ich finde, wir sollten eine Party für ihn machen. Was denkst du? Das ist eine gute Idee. Am besten am Freitagabend. Ich schlage vor, wir bereiten alles bei mir zu Hause vor. Ich habe viel Platz. Dann musst du Jego am Abend zu mir bringen, ohne zu sagen, dass es eine Party gibt. Sollen wir um 22 Uhr anfangen? Kannst du das machen? Kein Problem. Ich finde, alle Leute aus unserem Kurs sollen kommen. Auch die Lehrerin. Vielleicht auch die Sekretärin? Wir schreiben Einladungskarten, damit Jego nicht merkt. Die Einladungen müssen wir am Dienstag verteilen. Kannst du die Karten schreiben? Ich helfe dir natürlich. Ja, gern. So machen wir das. Natürlich soll Jego ein Geschenk bekommen. Hast du eine Idee, was er sich wünscht? Ich habe gedacht, er braucht Fahrradsachen. Die sind ziemlich teuer, aber wenn wir das alle zusammen bezahlen, geht es vielleicht. Das Geschenk müssen wir am Freitag kaufen.
Vielleicht kann Melanie das machen. Sie kennt Jegor gut. Ich frage sie morgen. Was meinst du dazu? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Vielleicht finden wir ein Sonderangebot. Wie machen wir das mit dem Essen? Hast du einen Vorschlag? Ich denke, wir haben kein Geld für Essen und Getränke. Jeder muss etwas mitbringen. Bist du damit einverstanden? Ja, jeder bringt etwas mit. Und wir können bei mir Nudeln kochen. Dann brauchen wir nur die Soße und den Nachtisch. Vielleicht müssen wir auch noch über die Musik sprechen. Ich habe nur CDs mit Technomusik. Das mögen aber wohl nicht alle. Kannst du die anderen fragen, ob sie noch ein paar CDs mitbringen können? Welche Musik brauchen wir? Was meinst du? Ich schlage vor, jeder bringt seine Lieblingsmusik mit. Das schreiben wir in die Einladung. Sie sind in eine neue Wohnung gezogen und wollen eine Einweihungsparty feiern. Überlegen Sie gemeinsam, wann, wie viele Leute, Essen und Trinken, Nachbarn, wer macht was. Mögliche Lösung. Teilnehmer A. Sag mal, wir sind jetzt schon 2 Monate hier in der neuen Wohnung. Wollen wir nicht eine Einweihungsparty machen? Okay, aber vielleicht warten wir noch 4 Wochen, dann können wir im Garten feiern. Warum unbedingt im Garten? Das macht mehr Spaß und wir müssen nicht so viel in der Wohnung putzen. Na gut, wen wollen wir denn einladen? Na, unsere Familien, Freunde, am besten auch die Nachbarn. Dann lernen wir sie kennen und die Party stört sie auch nicht. Sollen wir auch ein paar Kollegen einladen? Nein, sonst sind es zu viel. Es sind so schon fast 30. Gut, grillen wir? Na klar, wir besorgen Fleisch und Getränke. Salate können die Leute mitbringen. In Ordnung. Ich würde gern noch einen Kuchen backen. Ich mache meinen leckeren Apfelkuchen. Super! Auf dem Bild ist ein Mann. Der Mann wandert in den Bergen. Es ist Sommer. Vielleicht ist es 11 Uhr Vormittag. Der Mann ist im Gebirge. Er ist groß, wahrscheinlich nicht so alt. Er trägt einen Hut. Es ist schön und die Sonne scheint. Er macht einen Ausflug. Er möchte in der Natur sein. Ich glaube, der Mann ist schon lange gewandert. Er sieht müde aus. Ich denke, der Mann möchte etwas trinken. Er wirkt durstig. Ich assoziiere das Bild mit Ferien, Wochenende, Freizeit. Ich selbst gehe auch gern wandern. Der Mann ist ganz allein in den Bergen. Und ich bin der Meinung, das ist es gefährlich. Oder man kann sagen, auf dem Bild sehe ich einen Mann. Überall sieht man Berge. Im Hintergrund sieht man Wolken am Himmel. Der Mann trägt einen Rucksack auf dem Rücken. Der Mann steht im Vordergrund. Ich denke, der Mann ist schon lange gewandert. Er sieht müde aus. Ich glaube, der Mann möchte etwas trinken. Er wirkt durstig. Ich assoziiere das Bild mit Ferien, Wochenende, Freizeit. Ich selbst gehe auch gern wandern.
Der Mann ist allein in den Bergen. Und ich bin der Meinung, das ist es gefährlich. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Bis nächstes Mal. Tschüss. Ist Fernsehen eine gute und interessante Freizeitbeschäftigung oder macht Fernsehen dumm? Schadet Fernsehen gar der Gesundheit? Oder ist es ein wichtiges Informations- und Unterhaltungsmedium? Ich habe schon seit vielen Jahren keinen Fernseher. Irgendwann war mir das ganze Programm zu dumm geworden. Jeden Tag irgendwelche Serien oder Talkshows mit völlig uninteressanten Themen. Die Nachrichten werden das Einzige, was mich interessiert hat. Ich kann mir aber meine Informationen auch aus der Zeitung holen. Dort werde ich sogar viel besser und umfassender informiert. Und Unterhaltung habe ich auch im Theater, im Restaurant mit Freunden, im Sportferien. Nur wegen der Nachrichten einen Fernseher haben. Ich habe für mich entschieden, das lohnt sich nicht. Ich sehe nur manchmal fern, wenn es eine Sendung gibt, die mich wirklich interessiert. Meistens sind das Musiksendungen. Die Nachrichten und die Politiksendungen interessieren mich weniger. Viel lieber als Fan zu sehen, treffe ich mich mit meinem Bekannten. Wir gehen dann ins Kino, in die Disco oder in die Café und unterhalten uns über die Themen, die wirklich für uns wichtig sind. Die werden nämlich im Fernsehen viel zu wenig gebracht. Wenn ich am Abend von der Arbeit nach Hause komme, dann bin ich eigentlich viel zu müde, um nochmal irgendwo hinzugehen. Ich setz mich dann vor den Fernseher und gucke mir an, was gerade so kommt. Ich glaube nicht, dass mich das Fernsehen dumm macht. Im Gegenteil, gerade weil ich auf der Arbeit oft viel nachdenken und entscheiden muss, ist es mir willkommen, wenn ich am Abend einfach nur unterhalten werde. Egal, ob gerade eine Musiksendung, eine Show oder eine Serie läuft. Ich glaube, man darf nicht allein das Fernsehen kritisieren. Wichtiger ist doch, was die Menschen damit machen. Jeder muss selbst wissen, wie viel er fernsieht. Ich meine, wenn der Fernseher den ganzen Tag läuft, dann ist es doch wahrscheinlich deswegen, weil man keinen Kontakt mit anderen Leuten hat, mit denen man sich trifft und etwas anderes als Fernsehen machen kann. Schlimm finde ich es, wenn Kinder den ganzen Tag vor den Fernsehern sitzen. Denn Kinder gehören raus an die frische Luft, wo sie sich bewegen und austoben können.